Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Drahtseilakt, vollbracht von der Französin Tatiana Musio-Bongonga hoch über dem Montmartre im 18. Pariser Arrondissement. Schon die Auffahrt fand unter den staunenden Blicken der versammelten Schaulustigen statt. Und dann setzte Tatiana einen Fuß vor den anderen. Unter den Zuschauern herrschten gemischte Gefühle. Das war sehr überraschend, aber auch sehr gefährlich. Ich bin beeindruckt, sie ist da nicht mal mit einem Seil gesichert. Und dann die Akrobatik. Mir hat es wirklich gut gefallen. So mancher dürfte beim Anblick der Seiltänzerin in luftiger Höhe feuchte Hände bekommen haben. Wir hatten wirklich Angst, denn sie war ja überhaupt nicht gesichert. Daher hatten wir Angst um sie, auch meine Kinder. Aber es ist ja nichts passiert. Es war eine großartige Vorstellung. Ein Jahr lang hatte sich die Künstlerin auf den Seiltanz über dem Montmartre vorbereitet. An jedem Seiltanz ist etwas Einzigartiges, denn sie alle finden ja an unterschiedlichen Orten statt. Hier hatte ich die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe eines Denkmals der Basilika Sacré-Cœur aufzutreten. Das war neu und es war magisch. Sacré-Cœur.